Ja, hier im Keller oder was noch darunter liegt, da waren wir beim letzten Mal ein bisschen zu früh und haben unsere erste Niederlage im Kampf ja, erhalten. Hier bei The Dungeon of Nachlböck. Ja, ihr seid bei Alles Furchtbar kommentiert, ich bin der Daniel und wir setzen das Abenteuer heute wieder fort. Denn, ja, die tanzen hier schon alle so. Ja, wir können ja die Niederlage nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben beim letzten Mal zumindest mal als kleines Erfolgserlebnis noch ein paar Ratten vermöbelt, das kriegen wir noch hin. Ach, genau. Da war der Troll, der uns mit dem wir ein bisschen gequatscht haben. Und dann können wir hier, glaube ich, die Treppen wieder hoch zum Keller. Ja, müssen wir uns merken, Stufe 5 bis Stufe 7. Das waren jetzt so die Gegner, die wir da unten gefunden haben. Wir selber sind noch Stufe 3 bis Stufe 4 mit den meisten Charakteren. Also wir werden mal so ein, zwei Level noch hoch grinden dürfen und dann geht es, denke ich, auch ganz gut, dass wir da mal. Moment mal. Lesen? Da war ich ja noch gar nicht. Doch, da war ich. Das war das Rätsel Fuchs und Wolf, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Den Gefangenen befreien machen wir jetzt nicht. Wir hatten aber noch eigentlich eine andere Nebenquest, ne? Wieder da hier. Finde Mu. Und Mu, der müsste doch jetzt eigentlich. Aktualisieren wir mal die Karte. Im Eingang sein, genau. Und zum Eingang wollte ich ja sowieso mal hin. Nämlich, weil ich noch Sachen einkaufen wollte. Ich wollte aber auch noch Sachen verkaufen. Und das wäre vielleicht auch mal, das wäre vielleicht auch mal angebracht. Normale Dolche des Verrats, ja, die hatten wir, glaube ich, abgelegt. Könnte ich dementsprechend auch verkaufen. Jo. Den Kurzbogen haben wir auch abgelegt. Ich vergleiche nochmal sicherheitshalber. Genau, können wir auch verkaufen. Den Lehrlingsstock können wir verkaufen. Haube von Mordhau des Verräters. Was haben wir denn da gehabt? Ja, das kann auch weg. Hinterhältige Hinterhaltsschulden, Schulden kann auch weg. Die Wanderstiefel kann auch weg. Ja, weg. Stirnband. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Tunika für Sissel. Auf jeden Fall. Zweifel auf der Topf auch. So, wir brauchen nämlich wieder mal ein bisschen Platz im Inventar. Die Bergmannsstiefel. Die wiegen 22 Gewicht. Warum sind die denn so schwer? Weg damit. Das Talisman behalten wir mal. Ork, Berserkergurt. Zwei Intelligenz weg. Ja, Intelligenz wäre jetzt nicht so wichtig, ne? Das Talisman bringt mal 1600, wenn wir es verkaufen. Ich weiß noch nicht so genau, was wir hier mit den ganzen Gerümpel da machen. Ob wir das alles behalten oder nicht. Verband. Arm eines Goblins, ausgestopfter Bärenkopf. Ist das alles Müll? Dieser Goblinarm, der immer noch von Blut tropfte, wurde im Kampf abgerissen. Der Oger scheint es mit Lust zu betrachten. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Ah, das Erholungsdecke. Wieso habe ich von dem Zeug so viel? Brauche ich das? Porno-Pergament. Puppe ohne Kopf, Poster. Nahelböck. Charme der Verwüstung. Ich vermute mal, dass das alles irgendwie Crap ist. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass ich irgendwas craften kann. Na komm. Bronzevase. Wieso soll ich eine Bronzevase haben? Ich behalte halt mal eins. Ausgestopfter Bärenkopf. Wieso? Wieso habe ich sowas? Decke weg. Puppe ohne Kopf, glaube ich auch nicht, dass ich brauche. Mit Charme der Verwüstung. Ich meine, das bringt 400 Gold weg damit. Poster auch weg damit. Das werde ich nie mehr brauchen, mit Sicherheit. Eine Shampoo-Flasche. Wieso sollte ich eine Shampoo-Flasche brauchen?
Okay, wir haben ein bisschen Platz gewonnen. Moment mal, halt. Nein, nicht chatten. Hey, Sie sind aber nicht die übliche Händlerin. Nein, die ist krankgeschrieben. Sie ist ausgerutscht. Sie ist auf die Faust des Barbaren gefallen. Ja, sie trägt jetzt ihre Nase weiter innen. Also ich vertrete sie und helfe für sie aus. Die Sicherheit wurde verstärkt. Sicherheit gegen Ausrutschen? So, ich wollte noch mal... was haben die denn zum Kaufen hier noch? Kraftring. Robuster Schild. Dabelgürtel. Stiefel des pfiffigen Bogenschützen. Schutz und Ausweichen. Ja, Schutz wäre gut. Ach so, warte mal, das ist das Zeug, was ich eh verkauft habe, ne? Verband haben wir. Na komm, kaufen wir nochmal 9. Ich hoffe, diese Investition lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Die werden wir brauchen früher oder später. Da bin ich auf jeden Fall mal optimistisch, wenn man von Optimismus hier reden kann. Wo geht's denn hier jetzt wieder hoch? Bin ich da richtig? Da bin ich nicht richtig. Karte. Ich brauch Karte. Weinkeller. Ach so, ja genau, Weinkeller. Wir müssen geradeaus, zweiten Gang nach rechts und dann einmal nach links. Und dann müssten wir ja eigentlich schon richtig sein. Da sehe ich doch auch eine Markierung auf der Minimap, das stimmt. Eingang. Dann suchen wir doch mal Mu. Wo kann dieser Killerhamster denn eigentlich nur sein? Krieg ja sowieso angezeigt, wo er ist. Haha. So, aber erstmal Tränke. Jede Menge Tränke. Indem ich hier gerade 2.500 habe, kann ich hier mal 600 Der Rubel muss rollen. Gold ausgeben. Und dann... Also hier war ja, glaube ich, auch keine Falle, dass ich jetzt den Schurken nicht wieder brauche, oder? Oh doch, da ist eine. Ist aber nicht aktiv. Die ist aber aktiv. Genau. Na, wenigstens haben wir da 100%. Was macht der da? Achso. Schön langsam hier den Riegel ziehen. Und wir haben eine schöne Bombe bekommen. Oder müsste... Die Ratte müsste da hinten. Oder, naja, nicht Ratte, aber, ne? Ihr wisst schon. Dieser Hamster. Dadurch? Dieser Kerker ist zu groß. Zwerge haben ja Ausdauer, aber langsam fühlt sich das nach einem Tag ohne Bier an. Ich warne euch, niemand rührt hier drin meine Bücher an. Wie sieht's denn hier aus? Ministände für Bratwürste? Hier im... Pfui Teufel. Was ist denn das für Hygienezustände hier? Diese Toiletten sind wirklich baufällig. Da ist sogar ein Loch in der Wand. Sehr glorios ist das nicht. Was wohl dahinter steckt? Vielleicht ein Geheimgang voller Schätze? Oder ein Haufen Scheiße. Wir sollten jede Ecke und jeden Winkel erkunden. Nur zur Sicherheit. Was, wenn es hinter dieser Wand einen wichtigen Hinweis gibt? Allerdings müsste man schon sehr klein sein, um da reinzukommen. Oder sehr dünn. Ha, dünn wie eine rübenköpfige Elfin. Oder klein wie ein Zwerg, der einen Fußschemel zur Mutter hat. Puh. Tja, dann mal rein da, ihr beiden Klugscheißer. Niemals. Bestimmt nicht. Nicht mit diesem Trampel. Und ich habe gar nicht die richtigen Flipflops an und meine Tunika ist zu schick. Und mein Bart wird sich kräuseln und meine Axt ist zu stumpf. Dieses Rattenloch stinkt nach Kampf. Tja, macht euch bereit und geht rein, wenn ihr soweit seid. Aber ich rieche es schon von hier. Das stinkt. Na los, sonst wird der Barbar euch reinschieben. Rein ins Loch. Sofort. Ah, Mist. Oh Mann. Oh Mann, was habe ich denn da jetzt? Das ist so eklig. Die beiden alleine? Moment mal. Da speichere ich besser mal. Da weiß ja nie, was das hier gibt.
Bin gespannt, ob dieses Spiel irgendwie maximale Anzahl an... Ah, das hat sich schon mal gelohnt. Wenn wir den Schatz finden, hat sich das schon mal gelohnt. Oh, Nagetiere überall. Verdammte Ratten. Und ein Hamster. Aber Hamster sind nett und fluffig. Was macht ihr denn hier? Sie halten ihn gefangen, das arme Ding. Sieht eher so aus, als würden sie ihn anbeten. Die sind abscheulich. Und es stinkt. Naja, die leben ja nicht gerade unter einem Blumenladen. Aber egal, wir brauchen den verdammten Hamster. Und? Wie läuft es? Schnappt euch den Hamster, schnell! Immer mit der Ruhe, ist ja nicht so, als würde uns die Zeit davonrennen. Na dann, 2 gegen 6. Ja, okay, das sind Level 2 Ratten, Level 3, Level 2. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Na komm, da können wir auch den Kampf direkt beginnen. Bin da frohen Mutes. Was ist das für ein Fass hier? Hau mal erstmal die... Warte mal, wir könnten hier erstmal zur Blechdose werden vielleicht, oder? Halten wir mehr aus. Prozent und 3 Ziele. Na, wenn das mal nicht passend ist für die... Ja, schön. Jetzt wissen wir auch, was das Fass zu tun macht, ha? Das ist eine gute Position, die stapeln sich ja alle um den Zwerg herum. Ey, warte mal, ist das nicht eine Falle? Ratten mag ich nicht. Sie sind nicht niedlich und sie riechen wie der Zwerg. Die brennt ja eigentlich schon, die müsste doch in der nächsten Runde sowieso kaputt gehen, oder? Da brauche ich da jetzt gar nicht draufhauen. Flieg weg! Okay, so kann man es natürlich auch machen. Mit einem Schlag ist alles weg. Tja, tja. Na komm. Huch, glitschig wie ein Stück Seife. Stimmt, sie weicht ja sowieso mit dem ersten Angriff aus. Ja, super. Und die Ratte weicht natürlich auch aus. War ja klar. Ja, das war gar nicht mal so klug, die jetzt dahin zurückgeht. Ey, das war gar nicht so klug. Haha, fang mich doch. Das war wirklich nicht klug. Überhaupt nicht. Also, wie viel Dummheit... Lass mal die bei der Elfen da weg. Sieg für Gurdil und Goldhor! Sieg! So, ich könnte nochmal einen Aktionspunkt. Oh ja, das ist gut. So, komm, mach die bitte auch noch weg. Ihr seht mein Gesicht gerade nicht. Aber ihr könnt es euch vorstellen, ne? Machen wir erstmal die hier weg, dass sie hier keinen Unfug mehr macht. So, den ersten Angriff, den weicht sie ja normal immer aus, ne? Genau, ja, macht sie auch, sehr gut. Das macht sie sehr gut. Nur damit die Ratte wieder in der Arend... Ja. Das war sowas von gar nicht klug. Oh mein Gott! Wie konnte mir die denn jetzt hops gehen? Das war doch so unnötig. Na klar. Scheiße. Auch noch einen kritischen Fehler. Warum bleibst du nicht noch? Jetzt wollen die auch noch abhauen. Die hauen meine Elfe und wollen sie auch noch abhauen.
Das ist doch so ein Witz. Was habe ich denn da? Lebenspunkte? Geht das? Ich kann sie wieder aufstellen. Okay, also technisch gesehen habe ich sie im Kampf ja dann doch nicht verloren. Komm, bitte mach die jetzt noch weg. Es ist doch nicht dein Ernst. Kannst du bitte, ja? Kannst du bitte? 98. Ich sag doch, von einer Elfin. Aktionspunkt. Nochmal. Also, wie oft kann 98% eigentlich schief gehen? Mal sehen, wir werden es rausfinden. Und Treffer! Ja, okay, unsere Verluste sind zu verkraften, dank unserer Strategie. So, die Gruppe heilen, das müssen wir auf jeden Fall mal tun. Also, die Gruppe heilen. Oh, Tränke schmecken fies! Kudos-Sieg, ja genau, so fühlt sich das jetzt auch an. Total unnötigerweise. Muss ich hier... Nee, muss ich hier nicht machen, ne? Verbannt. Sieht nicht so aus, als wenn ich das machen muss. Oh, das ist das letzte Mal, dass ich an der Seite eines Zwerges kämpfe. Ich bin eine Schande für meine Familie. Ich auch. Das einzig Gute ist, dass wir die EP unter uns aufteilen. So, dann können wir ja den Hamster da mal holen. Was? Riesiger Miniatur-Weltraumhamster? Sachen gibt's. Ich hab den süßen Hamster gefunden. Er ist so niedlich. Neuer Questgegenstand. Muuu. Da ist noch eine Kiste. Gibt's hier drin Gold? Das Abenteuer. Ein Büchlein für die Elfen. Handschuhe von Grimdur. Der Verstümmelte. Witzig gehackte Kopfbedingungen. Und das ist wieder was für den Öger, ne? Vermute ich mal. So. Da mussten wir Mu eigentlich abgeben. Schon wieder? Ach, hier stinkt's. Na los, verschwinden wir. Wo stand... Das war im Keller, ne? Da, wo wir die ganzen Orks weggemetzelt hatten. Genau, dann bringen wir doch mal Mu zurück zu Binsk. Lesen wir die Queste doch gleich mal ab. Und holen unsere Belohnung dafür ein. Ich bin schon wieder falsch abgebogen, ne? Ich nehme nochmal den Schurken. Man weiß ja nie, ob nicht mittlerweile die komische Falle da wieder sich regeneriert hat. Aber glücklicherweise nicht so aus. So, und wo war jetzt unser Treppengang? Das sieht gut aus. Keller, haben sie gesagt. Keller sollen wir Mu bringen. Keller. Und dann über der Nase noch. Stopp, das ist hier... Genau, wir mussten den Ork-Eingang nehmen, da wo wir das Passwort gebraucht haben. Und da stand doch dann auch Binsk. Das ist er doch schon. Mu? Mu! Ihr habt ihn gefunden! Mu! Ja, das war eine ziemlich ungewöhnliche Quest. Ja, und wir werden nie wieder davon reden, richtig? Vergessen wir sie einfach. Mu! Wie schön. Los, nehmen wir den Kampf gegen das Böse wieder auf. Es ist so rührend, wenn Freunde wieder zusammenkommen. Und man sieht gleich, wer hier der Klügere von beiden ist. Aus dem Weg, ihr Schurken. Ich habe einen Hamster. Und nun? 80 Goldmünzen, das war der Lohn für die Arbeit. Naja, und 84 Erfahrungspunkte. Na, immerhin. Die Stufe der Zauberin ist gestiegen. Schön, dass die Magierin... Die Stufe des Zwerges ist gestiegen. Okay, wenn ich der Zwerg auch.
Gut, dann würde ich sagen, ist es mal ganz kurz wieder Zeit, ein bisschen die Fähigkeiten zu pimpen. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Was könnten wir denn bei ihr noch brauchen? Physischen Widerstand eher nicht, ne? Unterstützung macht die normal auch nicht. Verfassung. Mal wieder ein Punkt Verfassung rein und Intelligenz vielleicht ein bisschen. So. Und was können wir lernen? Dornkugel, eine dornige arkane Rebe, die den Schutz des Ziels erhöht und 15% des Schadens widerspiegelt, der seinen Angreifern zugefügt wurde. Ursprünglich wurde diese Zauber erfunden, um die Menschen zu zwingen, soziale Distanzierung während schwerer Epidemien zu respektieren. Niemand möchte sich die Hand geben, wenn es Löcher in der Haut verursacht. Aha. Mörderkaninchen, oh Gott, Mörderkaninchen beschwören? Beschwört ein niedliches, aber blutrünstigen Geist, um einen Feind zu vampirisieren, fügt Schaden zu und gibt der Magierin genauso viel Lebenspunkte und Astralenergie zurück. Ein schrecklicher Zauber, der eine spektrale Manifestation einer der schlimmsten Bruden des Chaos hervorruft, das Hauskaninchen. Dieser ist auch ein Vampir und ein Werwolf. Aber das sind kleine Details. Ja, das Kaninchen finde ich gut, das nehmen wir einfach nur, weil es kein Kaninchen ist. Astralkonsole und alle Zauber der Magierin verursachen 10% mehr Schaden. Magisches Ausweichen, 5 auf Ausweichen oder 10 Regeneration oder maximal 25 Regeneration. Ich glaube, wir nehmen die 10 Regeneration. Ah, klasse, neue Fertigkeiten. Jo. Bestätigen das und der Zwerg, unser Kampfzwerg, hat jetzt auch die Möglichkeit, wieder was zu lernen. Der braucht. Erhöht den Score der Parade. Erhöht die Präzision. Ja, können wir auch mal wieder machen. Und eine Verfassung. Der macht ja nicht viel Schaden. Der ist hauptsächlich dafür da, dass der halt Schaden aushält. So, was kann denn der noch lernen? Die Backpfeife. Achso, dann müssten wir erstmal die Backpfeife haben. Fügt allen Charakteren rund um Zwerg Schaden zu. Oder Tornado. Altvorwärts und fügt am Ende, je nach zurückgelegter Schaden. Ja, wir haben relativ wenig Bewegung. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn der den Tornado lernt. Ich bin der Beste. Der Zwerg erhält in Parade plus 10 und kann, solange er in defensiver Haltung bleibt, nicht umgeworfen werden. Saugfähiger Bart, das war das mit dem Bier. Eisenbart, 3 physischen Widerstand und magischen Widerstand. Oder der Zwerg, mit dem könnten wir auch die Preise von gekauften Sachen reduzieren. Er hält momentan noch genug aus, ne? Ja, ich kann euch alle fertig machen. Gut, Inventar. Hatten wir da jetzt noch irgendwas Interessantes? Handschuhe von Grimdur, die sind auch für den Zwerg. Schutzmagie, Widerstand, ja, passt. Endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Diese würzige Kopfbedeckung. Nee, die kannst du vergessen. Die kannst du vergessen. So, jetzt haben wir Mut zurückgebracht. Jetzt könnten wir in die Taverne die Hauptquest mal zurückgeben. Das, was wir eigentlich schon seit, ja, 2 oder 3 Folgen machen wollten, glaube ich, ne? Jetzt ist es mal soweit. Kommen wir zurück zu Misrant hier. Und Limons, der Großkassier von Fang, ist auch schon da. Edler beratender Erzmagier, wir präsentieren Ihnen Ihr Schuldzertifikat. Ah, sehr gut. Vernichten wir es unverzüglich, um den Risikoindikator, der sich negativ auf die indexbasierte Entwicklung meiner Beratertätigkeiten auswirkt, neu zu evaluieren. Also, wegen des Amuletts. Das ging schon abgegeben. Haben wir was bekommen? Achso, jetzt müssen wir noch mit dem Großkiss hier reden. Ah, ich rieche schon das einzigartige Aroma von Zigifantenmilch, fermentiert in einem Beutel aus Morschleckleder. Als hätte jemand den Mülleimer eines Goblin-Restaurants ausgeleert. Hiermit offerieren wir Ihnen voller Freude diesen Käse. Ja, das wäre eine Erleichterung. Könnten wir uns jetzt nur in einem Blumenbeet herumrollen? Das würde den Gestank vielleicht überdecken. Ich muss zugeben, auch wenn ihr den Freuden von Quark und Molke nicht viel abgewinnen könnt, seid ihr doch ein qualifizierter Haufen.
Naja. Edle Zauberer, ich glaube, wir haben eure Quests abgeschlossen. Ja, und das war scheußlich, als würde man einen Albino-Pony küssen. Das könnte ich arrangieren. Es würde dir gut tun. Seid doch mal still. Würden eure magischen Hoheiten euch jetzt vielleicht unseres Problems annehmen? Mein Freund, ich glaube, euer Erkundungskollektiv hat sich über den gleitenden Durchschnitt der Leistungen von Standardabenteurern gemäß der Definition des Kerkerfonds erhoben. Was ihnen an Reife fehlt, machen sie in Textur wie der Wind. Die hören sich einfach gern reden. Wenn ihr so freundlich wäret, das Objekt eurer sukzessiven Ersuchen vorzulegen, werden wir eine Astralanalyse vornehmen. Wir werden das Geheimnis des Amulets ergründen, wie die zerfließende Cremigkeit eines Camemberts. Ja? Passiert da noch was? Gerade als wir dachten, wir wären das Ding los. Sie reden in einer völlig unverständlichen, arkanen, alten Sprache. Tja, weißt du was? Ich kann Eichhörnchenisch und das ist viel lustiger. Pell dir doch eine Nuss drauf. Gut Ding will Weile haben, so wie ein gut gereifter Cheddar. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser magische Gegenstand der dämonischen Kategorie zuzurechnen ist, Unterklasse verflucht. Er ist unauflöslich mit euren Astralenergien verwoben. Sondermeldung, er ist verflucht und wir auch. Dieser Gegenstand dient einer chaotischen, dämonischen Gottheit der Astralebene. Aber viel weiter können wir nicht sehen. Die Molke ist zu dicht. Also, um es mal deutlich zu machen, er ist magisch, chaotisch, verflucht, dämonisch, aber sonst wisst ihr nichts darüber. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass weitere Erkenntnisse nur durch die Hilfe einer mächtigen, chaotischen, dämonischen Wesenheit gewonnen werden können. Einen Dämonen um Hilfe bitten? Wenn du es so formulierst, weiß ich es auch nicht mehr so recht. Ich wiederhole mein Angebot. Ich kann am Ausgang des Kerkers Wache halten. Ich werde sogar auf meinen Anteil verzichten. Jeder Dämon ist anders, genau wie Käse. Beide gibt es in mannigfaltigen Formen und Gestalten. Zufälligerweise lebt auf der vierten Ebene ein Dämon, der euch ein paar Informationen liefern könnte. Er wurde dort durch einen Fluch gefangen gesetzt und dürfte keine unmittelbare Gefahr darstellen. Klingt trotzdem riskant. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, ein gut gezielter Axthieb auf das blöde Amulett. Das Problem ist weniger das Amulett als die dämonische Wesenheit hinter all dem. Ihr müsst die Wurzel allen Übels finden, sozusagen des Teufels Rizze. Tja, dann müssen wir wohl von hier bis auf die vierte Etage. Du hast offenbar was vergessen. Alle Eingänge zur dritten Etage sind versperrt. Keine dritte Etage bedeutet keine vierte Etage. Das war eine sehr nützliche Beobachtung. Du solltest öfter mal was sagen. Dabei können wir helfen. Lasst mich das Tor zur dritten Etage für euch öffnen. Wir lehnen außerdem jede Verantwortung für den Rest eurer abenteuerlichen Wanderschaft ab. Eines noch, ihr lauft vielleicht einem Kollegen von uns über den Weg. Er sucht schon seit einer ganzen Weile auf allen Ebenen nach einem verlorenen magischen Gegenstand. Käse ist weg, das ist gut. Ja, wen treffen wir noch? Irgendwie ist Darunam oder so? Ja, irgendeinen Ring sucht vielleicht? In den Eingang zur vierten Etage. Ich finde es aber witzig, weil eigentlich dachte ich, wir sind in der ersten Etage und müssen erstmal in die zweite, bevor wir dann die dritte und vierte vollstoßen können. Naja, wir werden mal dem Spiel Folge leisten. Mal gucken, was uns da erwartet. Was kann Gisbert eigentlich hier? Gisbert kann nur reden, aber nicht handeln. Na gut. Das sind aber keine Fallen, ne? Keine Fallen. Da geht's auf jeden Fall. Aha, dritte Etage. Vielleicht können wir von oben dann in irgendeiner Form den Fahrstuhl oder sowas wieder in Gang setzen. Ah, hier stinkt es nach Grünhäuten, nach Goblins. Kämpfen! Ich hasse Goblins. Sie sind dreckig, unordentlich, fällen Bäume und machen komische Sachen mit Eichhörnchen. Aus deinem Mund klingen sie ja fast nett. Dabei sind sie die Schlimmsten. Sie graben überall, greifen unsere Minen an und stehlen unser Gold. Akala, lecker, lecker, Gobo. Lass mich raten. Er hat gesagt, dass sie gut schmecken. Dein Orgisch wird immer besser. Sehr schön. Okay, das heißt, das ist dann quasi unser nächstes Gebiet. Da müssen wir hin. Und das machen wir dann ab der nächsten Folge. Ja, jetzt haben wir doch immerhin mal wieder eine Quest abgegeben. Und irgendwann werden wir auch die vierte Etage dann noch zu sehen bekommen, bin ich mir sicher. Also, ich wünsche euch noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.